Ich, Landring. Ich halte ihn in Händen, also muss ich es glauben, es ist wahr. Es sind schon einige Tage her, dass man mich in die Bundestheaterverwaltung gerufen hat, um mir mitzuteilen, dass Werner Kraus die schönste Auszeichnung für unseren Stand mir hinterlassen habe. Ich war fassungslos und ich fasse es immer noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich danken soll. Mit Worten kann ich das bestimmt nicht. In meiner Bedrängnis habe ich immer den Brief gelesen, den Werner Kraus an mich gerichtet hat. Den Brief, der einen ungeheuren Schatz für mich bedeutet. Ich habe ihn immer wieder gelesen, um zu verstehen, was Werner Kraus wohl bewogen haben mag, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht wollte er damit das Burgtheater ehren, das er so sehr geliebt hat. Vielleicht das Land ehren, das ihm zur zweiten Heimat geworden ist. Vielleicht wollte er auch sagen, auf seine Art, dass die Bezirke des Humors nicht unbedingt Vororte der Kunst sein müssen. Vielleicht bin ich dabei gar nicht so wichtig. Aber trotzdem bin ich mir der großen Verpflichtung, der Verantwortung bewusst. Ich werde die Angst nicht los, dass die ganze Ahnenreihe der Ringträger mir jetzt bei den Proben und bei den Vorstellungen zuschaut. Ich werde noch den Text vergessen, wenn ich überlege, ob Werner Kraus damit einverstanden ist, was ich da hier... Ich weiß auch nicht, ob ich je erfüllen werde können, was er von mir erwartet. Ich kann nur versprechen, ich werde nicht aufhören, es zu versuchen. Und da mich dieser Ring jetzt sozusagen von der ebenen Erd, der Volkskomödie in den ersten Stock der Dichtung hebt, so erlaube ich mir, mit einem Zitat zu enden, das mein Leben und meine Arbeit bestimmen soll. Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.